In diesem Jahr soll der neue Park in Volkringhausen im Rahmen der Städtebauförderung gebaut werden. Daher wurden jetzt rechtzeitig vor dem Stichtag 1. März die Büsche entfernt. Mehrere Bäume werden ebenfalls noch gefällt. Möglichst im Herbst soll der neue Park, der in einer Bürgerversammlung vorgestellt wurde, fertiggestellt sein. Das Bauvorhaben mit neuem Brunnen, Zugang zur Hönne und Terrasse steht mit 358.000 Euro im Haushaltsplan veranschlagt. Rund 250.000 Euro gibt es als Investitionszuschuss vom Land. Für die geplante Bushaltestelle gibt es ebenfalls Zuschüsse.